Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Kaffee-Video von mir für euch. Heute mit Latte Macchiato und zwar ausgemahlenen Röstkaffee. Sprich, der einfache Filterkaffee kann auch zu einem Latte werden. Oh yeah! Und zwar mit der Hilfe von einer Siemens EQ6 Plus S400. Latte Macchiato. Eine wundervolle Kreation. Eine Latte Macchiato, das bedeutet auf Deutsch befleckte Milch, ist ein warm Getränk aus Milch und Espresso, das dem Milchkaffee ähnelt, aber in der Regel mehr Milch enthält und aus stärker gerösteten Bohnen zubereitet wird. In Italien wird in der Regel in ein Glas Milch ein wenig Espresso eingemischt. Und hier, die Maschine, macht das noch geiler. Es ist nämlich so, es gibt dort nämlich die Möglichkeit, das von Hand zu machen. Dafür braucht ihr einen Löffel, ihr braucht einen Milchaufschäumer, ihr braucht einen Espressomacher, klar. Das heißt, ihr macht euch Milch, kippt die hier rein, so ein Stückchen rein, dann macht den Espresso, kippt den hier drüber rein mit der Hilfe von einem Löffel, kippt das schön langsam rein, habt ihr die mittlere Espresso-Schicht. Dann gibt es noch Milchschaum, den kommt dann oben drüber und macht den Häubchen drauf. So geht das manuell. Aber diese geile Maschine kann das automatisiert. Boah, wirklich geile Sache. Und nicht nur mit frischen Bohnen, also mit frischen Bohnen, die oben in die Maschine reinkommen. Nein, wir packen gemahlenen Röstkaffee mit hier rein. Super geil für entweder Sparfüchse oder wenn zum Beispiel eure Mühle kaputt ist oder wenn ihr einfach noch Filterkaffee übrig habt oder einfach ein Faible für Filterkaffee. Es gibt Leute, die sagen, Filterkaffee schmeckt am geilsten. Was brauchen wir? Maschine ist hochgefahren, Maschine hat Wasser. Wasser ist auf der linken Seite zu finden. Da ist ein Tank, da kommt Wasser rein, höchstens bis zur Maximallinie füllen. Wer extra Flavor haben möchte, sollte dieses Wasser jeden Tag tauschen. Und wer super extra Flavor haben möchte, sollte dort auch noch einen Filter einsetzen, den wir auch alle 2 Monate gewechselt haben möchten. Dann kommt es zu unserem Filterkaffee. Der Filterkaffee wird mit einem Kaffeelöffel in die Service-Luke von unserer Siemens EQ6 Plus reingeballert. Und zwar kommt dort sonst immer, der ist auf der rechten mittleren oberen Seite, ist nämlich ein Fach. Dort kommt auch die Reinigungstablette rein. Das ist sozusagen ein Bypass. Ihr müsst sehen, oben ist ein Trichter, da ist das Mühlwerk. Dann fällt das darunter in den Pressraum der Maschine. Und dieser Weg, von wo auch die Reinigungstablette reinfällt, ist sozusagen der Bypass, der direkt in den Zylinder zum Pressen reinkommt. Okay? Dort kommen also höchstens 2 gestrichene Kaffeelöffel von dem besagten Filterkaffee rein, fertig. Wenn ihr ihn nicht so stark haben möchtet, macht ihr nur einen Löffel. Wenn ihr ihn stärker haben möchtet, macht ihr 2 Löffel, aber nicht 3, ne? Weil dann wird es zu eng. Ne, ihr müsst ja sehen, da drinnen wird das gepresst, ne? Die Zylinder werden zusammengefahren, dann kommt da mit Hochdruck Wasser durch und das ist dann nicht so gut, ne? Wenn da zu viel drin ist, dann gibt es nämlich Presssperre. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein Latte Macchiato Glas. Das Latte Macchiato Glas ist unten konisch geformt. Unten läuft es ein bisschen zusammen, oben raus. Also im Prinzip wie ein normales Trinkglas, was ein bisschen designtechnisch angegrenzt ist. Wir wollen erreichen, dass wir unten eine Milchschicht haben, in der Mitte Espresso und oben eine Milchschaumschicht haben. Das macht diese Maschine automatisch. Wir benötigen dafür Wasser, wir brauchen dafür gemahlenen Röstkaffee und wir brauchen Milch. Bei der Milch, 3,8% ist schon ganz schön lecker. Aber wer noch standfestigere Milch haben möchte, benutzt laktosefreie Milch. Die ist, finden wir, am krassesten und am standfestesten für so eine Milchaufschäumaktion. So, da kommt unser Rüssel jetzt gleich rein. Der ist schon mal fertig, ne? Bevor wir aber anfangen, wollen wir ja, dass dieses Latteglas so warm wie möglich ist. Wer kein Anwärmungsgerät hat zu Hause, der benutzt die Siemens EQ6 Plus. Wir haben den Rüssel, den können wir ganz nach oben fahren, den fahren wir auch noch ganz oben, legen unser Glas darunter und schalten jetzt, das ist aber optional, das müsst ihr natürlich nicht machen, gehen wir hier hinten, da ist der Start-Stopp-Knopf, links daneben ist eine Taste mit Plus auf Heißwasser. Jetzt können wir noch die Größe des Heißwassers ansetzen, wenn wir zum Beispiel groß haben wollen, wenn wir klein haben wollen oder mittelgroß. So können wir jetzt also erstmal heißes Wasser machen. Mit Start hier oben. Was wir noch machen müssen, ist den Milchschlauch abziehen. Einfach abziehen, fertig, rumhängen lassen und los geht die Fahrt. Das heiße Wasser wird jetzt in unseren Latte Macchiato Glas eingefüllt.
Das ist dafür da, um das Latte Macchiato Glas anzuwärmen, damit einfach unser Latte gleich wärmer ist, als wenn wir es nicht machen würden. Ne, das wollen wir ja. Ne? Weil Latte selber ist jetzt nicht das kochende, heiße Supergetränk. Es ist ein warmes, leckeres, bekömmliches Produkt. Nur, wenn es kalt ist, dann, wir wollen ja keinen kalten Eiskaffee haben, oder? Deshalb wäre es sinnvoll, vorher kurz die Heißwasserorgie hier durchzuspielen. Wer aber sagt, das kostet ihn zu viel Strom, das kostet ihn zu viel Wasser, klar, lasst es sein. Dann kann auch direkt die Latte dort rein implementiert werden. Kein Problem. Sehr nice. Wir haben also jetzt Heißwasser hier drin, welches unser Gläschen jetzt schon mal vorwärmt. Währenddessen werden wir weiter fungieren. Hier auf der rechten Seite haben wir Nippel. Der Nippel möchte gerne hier mit dem Schnippi zusammen. Das heißt, Schnippi und zack, aufeinander schieben. Dann haben wir unsere Milchversorgung wieder hergestellt. Jetzt gehen wir auf den Touchscreen und gehen in der Mitte auf die Latte und haben hier Latte Macchiato. Jetzt haben wir hier die Bohne. Das interessiert uns sehr, die Bohne. Wir gehen nämlich sehr stark, double stark, super double stark, noch ein weiterer, da steht Pulverfach. Pulverfach bedeutet, dass wir dort gemahlenen Röstkaffee jetzt benutzen wollen. Das erfährt die Maschine durch dieses Setup. Wenn wir etwas anderes nutzen, wird die Maschine die eigenen Bohnen zermalmen und dafür benutzen. Deshalb niemals nichts, also etwas anderes einstellen als Pulverfach und oben Pulver eingefüllt haben. Keine gute Idee. In die Serviceklappe gehört nur Pulver, wenn ihr auch hier das Programm Pulverfach benutzt. Ansonsten gibt es nämlich da auch wieder Bandsalat. Okay, wir müssen also, wenn wir Filterkaffee benutzen wollen, sollten wir natürlich auch darauf achten, einen Krämer-Filterkaffee benutzen, wenn es geht, oder einen hochwertigen Kaffee benutzen, wenn es geht, weil dann schmeckt es einfach ein bisschen besser. Ne? Wir haben also Pulverfach eingestellt und jetzt geht es drüben zur Größe. Wenn ihr wirklich nur einen kleinen Latte haben möchtet, also eine Mini-Latte, macht ihr klein, mittel oder groß. Diese Größe hier ist groß, also das große Glas. Dann schütten wir das Wasser schon mal fort und sind jetzt mit dem heißen Latteglas zur Stelle. Hier ist die Milch, hier ist das Wasser und der Kaffee ist eingefüllt in mit zwei Kaffeelöffeln, ist eingefüllt und bereit, um loslegen zu können. Das Coole ist nämlich, wir hören jetzt keine Mühle, es wird direkt gepresst, es wird direkt erhitzt und es wird auch direkt Milch abgegeben etc. Es ist also ein wenig schneller. Gut, ich wiederhole nochmal. Ihr braucht Milch, ihr braucht Pulverfach-Setup und die Größe. Ihr braucht Milch, ihr braucht Wasser, ihr braucht ein Glas. Ihr braucht Siemens EQ6 Plus S400 und höchstens zwei gestrichene Löffel Kaffee in der Serviceklappe. Und jetzt drücken wir auf Start. Ab jetzt macht die Maschine alles automatisch. Und das ist wirklich impressive. Wirklich cool. Sie fängt nämlich jetzt an und wird Milch ansaugen, wird diese Milch dann aufschäumen und zusätzlich noch warme, heiße Milch hier abgeben. Das füllt sich jetzt mit der besagten warmen, heißen Milch und dem Milchschaum. Das heißt, hier wird es jetzt 2-in-1. Hier wird Milchschaum und die Milch gemacht. Und danach wird, das seht ihr auch hier, das sind zwei Balken. Der erste Balken ist der Milchanteil, der zweite Balken ist dann der Espresso-Anteil. Und der Espresso-Anteil läuft dann nicht über das Mahlwerk wie sonst, sondern direkt durchs Pressen und Ballern. Denn der Espresso ist eine aus Mailand stammende Kaffeezubereitungsart, bei der heißes Wasser mit hohem Druck durch sehr fein gemahlenes Kaffeemehl aus gerösteten Kaffeebohnen gepresst wird. So, Milch ist da. Ihr seht die Menge an Milch. Deshalb, wir hatten mehr als der Milchkaffee. Jetzt haben wir hier unten Milch, hier oben den Schaum. Jetzt wird der Espresso aufgeheizt, dann mit hohem Druck gepresst, mit hohem Druck dann da durchgejagt und kommt hier rein. Dann haben wir unten einen sehr milchigen Anteil. In der Mitte wird sich dann der Espresso bilden und oben, weil der Milchschaum hat Auftrieb, wird dann nach oben sich aufmachen und dann haben wir oben weiß, Mitte brown, unten weiß. Und so möchte der Standard Latte-Konsument heutzutage seine Latte gerne haben. Wirklich sehr schön. Ihr seht, wie das hier in der Mitte reinkommt. Der Unterschied jetzt ist,
dass hier wirklich so Wölkchenbildung stattfindet. Echt geil. Sieht wirklich toll aus. Wir haben hier einen weißen Anteil. Dann geht es leicht ins Braun über, ins Dunkelbraun und wird hier ganz klar abgeschnitten zu unserem Schaum oben. So, und schon ist unsere Latte wirklich fertig. Und man sieht die einzelnen Schichten sehr gut. Wir haben einen guten Stand am Schaum hier. Zack, zack. Ne, der steht wie eine Sau. Und ich probiere mal. Mmh, delicious. So geht Latte mit Filterkaffee. Voll geil. Was wir jetzt machen, oder was die Maschine jetzt machen wird, ist, er ist auch richtig schön heiß. Wir holen hier unseren Stäbchen wieder raus und können unsere Milch wieder zurück in den Kühlschrank tun. Das hier sollten wir säubern mit einem Tuch. Dann können wir den wieder runterholen. Und wenn wir die Maschine jetzt gleich ausmachen, wird die Maschine nochmal schnell durchgefurzt. Das heißt, hier fliegt dann heißes Wasser durch, was es dann desinfiziert. Ihr könnt ein Glas drunter stellen oder ihr lasst es einfach in die Abtropfschale laufen, wie ihr wollt. Und wer ganz genau geht, kann, habe ich auch ein extra Video drüber gemacht, die Reinigung des Milchsystems durchführen. Das geht auch ganz rixi-wixi-wixi hier. Und dann habt ihr nämlich dort auch eine schöne, reine Maschine, weil die Milch doch einen Nährwert für Bakterien und andere Pilze mit sich bringt. Also solltet ihr immer achten, dass dort etwas sauberer gearbeitet wird als normal beim Espresso oder bei anderen Kaffeesorten. So einfach ist es mit der Siemens EQ6 Plus S400 einen geilen Latte zu machen, und zwar aus Filterkaffee. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun zun.